Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von MudRunner hier. Heavy modded sozusagen. Wir sind angekommen mit unserer genialen Kombi hier. Und jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, wie wir hier am besten aufladen. Ich hätte mir so überlegt, wir machen vielleicht das Ganze so, dass wir mit dem Lordikron fahren wir hier hin. Würde ich sagen. Und dann können wir nämlich mit dem anderen. Oh. Der ist echt schon so weit weg. Dann können wir mit dem anderen daneben fahren. Dem traue ich ja immer noch nicht so ganz, weil der irgendwie. Der ist nicht so geländegängig. Dabei hatte ich ja eigentlich gesagt, dass ich den hier besser finde, weil der geländegängiger ist, aber irgendwie ist das ein bisschen. Ist das ein bisschen Quatsch. Versuchen wir erstmal ein bisschen hier vorzukommen. Da können wir uns ja nachher wahrscheinlich mit dem Truck dann voranziehen. Ja, ich habe gestern unseren Livestream verfolgt auf Gardero Live und Events. Da war auch kurzzeitig MudRunner das Thema. Und wie ich das spiele und so weiter. Und ich mag immer nie dieses halt. Nein. Ich mag immer nie so dieses drauf rumgebäsche dann, ne? Wenn zum Beispiel. Ja, wie soll ich sagen? Also, es gibt da mal Momente, da funktioniert es ja auch nicht. Und ich gehöre zu den Kanälen, die das da nicht rausschneiden. Trotzdem habe ich eurem Feedback entnommen, dass ihr sehr viel Freude an dem Projekt habt. Ich auch. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall auch weiter durchziehen. So. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch mal so aufladen können, dass dem ganzen Ding das derart genehm ist, dass wir sofort, wenn fertig, also wenn es aufgeladen ist, auch dann hier die Stämme einsnappen können, ne? Das finde ich relativ cool. So, aber jetzt geht es erstmal drum, wieder aufzuladen. So, dann kurze Info, das Dauminuten-Projekt. Wir hatten im Schnitt in der letzten Staffel ungefähr 250 Daumen auf den Videos. Das heißt 2,5 Minuten on top bei der Videolänge für euch da draußen an den Empfangsgeräten. So, jetzt müssen wir immer hier, wie komme ich jetzt wieder aus der komischen. So, okay. Der geht doch jedes Mal, wenn ich das mache, geht jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich das mache, geht hier alles kaputt. Wollte ich gerade sagen. Mir wurde übrigens empfehlen, das auch mal Gold Rush-Style mit dem Gamepad zu versuchen. Wie kann ich denn jetzt die Kamera freisetzen hier? So, okay. Mir wurde übrigens empfohlen, das auch mal mit dem. Wie kann ich denn hier. Das ging doch irgendwie. So, ne? Nehme ich mit dem Gamepad. Da wurde die Theorie aufgestellt, dass es mit dem Gamepad möglicherweise besser funktioniert. Müssten wir mal schauen. Habe ich aber jetzt gerade im Moment auch noch nicht angeschlossen. Das wäre dann was für die nächste Staffel. Habe ich im Moment nicht angeschlossen. Wenig Feedback gab es übrigens, das hat mich ein bisschen erstaunt, zum Thema, ob ich in Kolonne fahren soll oder nicht. Offenbar ist es dann doch den Leuten nicht so wichtig. Und letztes Mal war es halt ziemlich wichtig, da wurde halt sehr viel sich aufgeregt. Aber dann wieder so in diesem Stil, ihr kennt das vielleicht so, das macht man nicht vor allen Dingen, ne? Also, weil, das ist übrigens eine schöne Sache, wo ich vielleicht mal drüber sprechen könnte. Da wird dann häufig gesagt, schau dir doch mal das bei dem und dem an, da siehst du, wie man das macht. Das ist doch vollkommen langweilig, oder? Wenn alle Leute das immer gleich spielen, bei einem Spiel, wo es meiner Meinung nach keinen goldenen Weg, kein komplett richtig oder falsch nicht gibt.
Und ich sag mal eher, wie traurig wäre das, wenn wenn alle Videos dann auf YouTube gleich werden und jeder das genau gleich spielt. Hier sind wir jetzt mit Garderol Deluxe, dem neuen Kanal, kommen wir ja jetzt auch im Bereich, wo wir auch wieder diese kreativen Spiele spielen, ohne Angst haben zu müssen, dass YouTube einen bestraft, wenn man Spiele spielt, an die man Spaß hat und nicht die der YouTube-Algorithmus gerne hätte. Und da werden wir auch kreative Spiele spielen. Ja, soll ich denn dann zum Beispiel auch, weiß nicht, zum Beispiel in The Sims, weil jemand hat das Haus so und so gebaut, soll ich das dann auch genauso bauen, weil das jemand anders schon so gemacht hat? Weil ich dann da sehen kann, wie man das macht. Das ist doch... Ich lese das ziemlich häufig, deswegen mal die Frage an euch, woher kommt das, diese Meinung, dass Schema F eine coole Sache ist? Wir haben Meinungsvielfalt, wir haben Interessenvielfalt und ich glaube, das ist gut so, das zeichnet auch ein freies Land wie Deutschland Gott sei Dank noch ist. Es sind ja im Moment Kräfte im Bundestag, die das auch verhindern wollen. Ob das wohl so funktioniert? Das sieht ja schon wieder nicht gut aus, ne? Das zählt überhaupt nicht. Guck mal, ist kein einziger wird angezeigt. Da muss ich erst den Motor starten. Ja. Ein weiterer Stamm fehlt. Ja, und das mit dem Nachtspiel, da könntet ihr vielleicht auch noch was zu sagen. Also wie ihr das seht mit dem hier bei Nachtspielen. Ich muss mal kurz meine Räuspertaste aktivieren. So, heute ist nämlich der Tag, wo Garderol Deluxe startet. Ich bin ganz aufgeregt und um mich abzulenken von dem ganzen... Das ist halt ein neues Baby, ne? Habe ich mir gedacht, dann nehmen wir halt ein bisschen auf, dann bin ich ein bisschen abgelenkt und ihr bekommt neue Inhalte auf Garderol. So, noch ein bisschen drehen. Und sagt mir auch nicht, dass das Hinweise sind, denn so funktioniert ja unser Kanal nicht. Also mit dem, das soll ein Hinweis sein, dass ich woanders gucke. Weil wir ja ungeschöntes Gameplay machen. Das heißt, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Und dann gehört es auch dazu, dass wir diese Fails dann hochladen. Ja, und da ist jetzt wieder, platziere den Truck richtig. Das ist fett nervig. Aber so können wir ja zumindest schon mal, wir wissen ja jetzt schon mal, dass das so funktionieren könnte. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier Motor abstellen. Und der braucht ohne Ende... Der braucht ohne Ende Sprit, das wissen wir ja schon. Und jetzt versuchen wir mal, ja, wie muss denn der wohl jetzt stehen? Ich glaube, der muss ein bisschen so rum, ne? Guck mal. Eventuell. Erstmal muss was anderes. Ich glaube, der Greifer muss erstmal weg. Aber ich denke mal, ansonsten haben wir gleich das Problem, dass der uns hier da reinkracht. So. Aber meiner Meinung nach sieht er schon ziemlich gerade aus, ehrlich gesagt. Da ist er gerade angesagt. Hinten muss er runter ein Stück. Kriegen wir hin, wenn wir ein Stück zurückfahren. Vielleicht. So. Damit haben wir jetzt 4 Beladungspunkte. Gut. Dann schauen wir mal. Wir sind hier. You are here. Und wir müssen jetzt noch das erste Sägewerk wieder beliefern. Dann haben wir Ressourcen. Hier haben wir 2x Langholz. Da müssen wir mit dem anderen LKW fahren. Die Werkstätten haben wir freigeschaltet.
Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier an dieses Sägewerk liefern oder an das da. Und ich habe den Tipp von euch bekommen, ich sollte das so machen mit den Markierungen, weil dann würde ich die Markierung ja immer dann sehen, wenn es auch auf die Markierung ankommt. So, die andere Frage ist jetzt, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Ich würde jetzt ungern hier wenden, aber ich glaube, das müssen wir mal probieren. Gut. Ich meine, die Stämme sind ja eben jetzt befestigt. Problem ist, wenn ich das so mache, dann sehe ich nichts. Wie weit müssen wir denn hier runter? Ah, ja gut. Also, ich würde fast eher sagen, wir versuchen hier zu wenden, ehrlich gesagt. Oder den Wagen umzukippen. Und häufig wurde auch kommentiert, das übrigens auch nochmal dazu, dass ich gar nicht so häufig hätte, weiß ich nicht, die Winde einsetzen müssen und sonstiges. Ja, das kann sein, aber wir üben ja noch. Aber hier machen wir mal Automatik. Jetzt bin ich überfordert. Jetzt ziehen wir den mal so rum. Weiter geht's nicht. Dann versuchen wir den mal damit zu ziehen. Also Winde geht ja irgendwie immer. Und das Praktische ist, wenn wir mit der Winde arbeiten, dann ziehen wir direkt die Bäume, die wir demnächst wieder transportieren wollen. Die ziehen wir dann direkt schon mit raus. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal beim Rückwärtsfahren. Müssen wir jetzt irgendwie... Das wird natürlich jetzt spannend. Mit der rückwärtigen Winde uns rüberziehen. Okay, warte mal. Warum fährt er nicht? Wieso geht... So. Wieso schon so fahren? Na komm. Gardarol, auch du bist ein schöner Schmetterling, der das kann. Wieso ist die Wind abgeflogen? Hallo? Und das funktioniert hervorragend. Okay, dann müssen wir hier nochmal versuchen rumzukommen. Und ich fand es auch toll, dass ein paar Leute wenigstens mich gelobt haben. Nicht, weil ich darauf... weil mir das so ganz extrem wichtig ist, aber zumindest mal ab und zu wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist ja auch schon mal was wert. So. Aber warum zieht er jetzt so nicht? Der hat doch keine Zwangslenkung oder irgendwas. So, dann können wir jetzt gleich den anderen davor spannen. Das sollte funktionieren. Ich glaube, wir haben es hingekriegt. Hingekriegt. So. Irgendwas bollert da auch immer. Und das bin nicht ich. Dieses Fahrzeug, das ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. So wie gesagt, dank des Dauminuten-Projektes geht es jetzt nochmal weiter. Für die, die es nicht kennen,
mit euren Daumen sehe ich natürlich, welche Projekte euch gefallen. Und YouTube ist derzeit damit beschäftigt, meinen Kanal zu zerstören. Das machen so im Moment nicht Kanalzerstörer, sondern YouTube selber. Und YouTube hat einen leider sehr wichtigen Indikator, die Anzahl der Kommentare unter Daumen. Deswegen gehen wir jetzt im Moment, demnächst werden wir noch die Daumen, die Kommentare noch mit dazu nehmen. Im Moment gehen wir so ein bisschen nach den Daumen und dann gebe ich pro 100 Daumen eine Minute on top. Beim Bus-Simulator sind wir schon bei 20 Minuten so ungefähr angekommen, wenn es so weitergeht. Das ist schon mal ganz gut. Da können wir schon mal mitarbeiten. So, dann wollen wir mal gucken. Ist die jetzt auf Fahren eingestellt? Ist die auf Fahren eingestellt? So müsste es richtig sein, ne? Gut. Dann mal auf nach Hause mit den Stämmen. Boah, diese Lampen, ne? Was ich gerne von euch in den Kommentaren wissen würde, wie ist denn das eigentlich mit Allrad? Wenn ich das Allrad in dem Führungsfahrzeug einschalte, ich ziehe das auch in dem anderen Fahrzeug. Oder wie läuft das? Und hier ist die Herausforderung dieser Map so ein bisschen dieses hügelige, diese engen Wege. Ich fand aber auch die Maps, wo es viel Wasser gab, auch ganz cool. Aber haben wir hier auch, ne? Stichwort Auto ist abgesoffen. Naja. So, jetzt kommen wir hier an so ein paar Stellen, wo es auch noch schief ist. Wie wenn der Bulle pisst, der berühmte. Hier müssen wir ja auch ein bisschen aufpassen, dass wir den da hinten jetzt nicht umkippen, wenn wir hier zu schnell um die Ecken rumfahren. Weil wir haben natürlich jetzt für den LKW hinten kein Gefühl mit der schweren Last da drauf. Wenn wir hier halbwegs fahren, der hat ja immer so ein bisschen Nachzieheffekt. Einige von euch haben auch wirklich geschrieben, ja, ich fahre auch immer Kolonne, nehme dann immer so alle möglichen Versorgungsfahrzeuge mit. Zum Beispiel dann einen Tanker oder irgendwas zum Abschleppen oder einen Scout halt auch. Ich weiß nicht, wie ihr auf die Scout-Sache reagiert habt. Empfehle euch nochmal, wenn ihr Spiele mögt, die nicht mit dicken, fetten Reifen und Brumm-Brumm zu tun haben, gibt es jetzt unseren neuen Kanal Garderol Deluxe mit Wuselspielen, mit Management-Spielen, mit Aufbau und Strategie, mit Adventure-Spielen, mit Rollenspielen, mit MMOs. Also all das, was nicht mit Simulatoren zusammenhängt. Die große Ankündigung war, ich glaube, gestern. Oh, war ja. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber hier können wir echt Gefahr laufen, dass wir uns jetzt auf die Seite drehen hier. Ja. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen, ne? Dass wir das hinkriegen hier mit unserem alten russischen LKW. Und ob wir das hinbekommen, das seht ihr in der nächsten Folge von Spin Tires Mudrunner. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr in selbiger Wetter dabei wäret. Und ja, sage danke fürs Zuschauen. Denkt an die Daumen, Dominuten-Projekt, Dominator sage ich gleich immer, ne? Dominuten-Projekt und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss. Und ich gehe mal den Timer reparieren, der funktioniert wieder nicht.